Guten Morgen. Schaut mal, was hier ist. Die sieben kleinen Hühnchens. Mit der Senorita, der Mama. Jetzt verstecken sie sich natürlich. Ich versuche mal eins zu nehmen. Oder mal ein bisschen näher nur zu gehen. Da verstecken sie sich alle da drinne. Und gucken sie. Ja. Ein paar Tage alt. Alle frisch und munter, gesund. Die picken, die trinken Wasser, die spielen. Und die Mama passt immer gut auf sie auf. Also den sieben kleinen Hühnerchens geht's hervorragend. Sind alle noch ganz schüchtern. Gerade mal ein paar Tage. Jetzt macht sie ein Käckerchen. Jetzt haben wir gesehen, wie unsere kleine Senorita hier ein Käckerchen gemacht hat. Nee, und da wo willst denn du hin, Schatzi? Na, kommt mal alle raus. Na, kommt mal alle raus. Die wollen euch doch mal sehen. Was wollen wir denn für eins haben? Das nicht? Oh, jetzt laufen sie alle hinterher. Hopp, 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 hopp. Außer das Kleine. Das holen wir uns mal. Sag doch mal Hallo. Sind so klein und so süß. Ein bisschen scheu, aber sie werden wachsen. Mein Hasibärchen im Hühnerstall und füttert noch ein bisschen. Wir haben Wasser aufgefüllt. Wir hatten gestern Wassermangel, richtig? Ja. Wassermangel. So, jetzt müssen wir mal hier wieder raus. Da muss ich so kurz verscheuchen. So, Senorita, hops, 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 hops. Sonst kommt die Mama hier nicht raus. Mein Schatzi. Hier alle hinterher. Ja, komm, Kinders. Na, kommt. Ja, guck, 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 guck. So, jetzt sind sie aber gleich alle weg. Jetzt mache ich mich hier durch. Wie jeden Morgen im Hühnerstall. Mega geiles Wetter. Ja, wie immer. Hase, kannst du mal kommen, die Kamera mal nehmen kurz? Ach, guck mal, Wasser aufgefüllt und sie trinken direkt alle. Ja, wir hatten Wassermangel gestern, ne, Hasibärchen? Ja, wir hatten gestern wirklich Wassermangel. Der Tank war definitiv leer. Aber wirklich, und der war komplett finito leer. Und jetzt haben wir unsere Pumpe vorne am Haus angestellt, dass das Wasser natürlich aus dem Brunnen wieder nach oben kommt und hier in den Tank befördert wird. Das ist passiert gerade. Und deswegen konnten wir jetzt schon Wasser auffüllen. Richtig. Die armen Hühner müssen doch was trinken. Und hier drüben haben wir in Huhn, was stirbt. Ja, hier. Das können wir euch mal zeigen. Es lebt noch. Draußen ist es. Es guckt ein bisschen verwirrt. Wir wollen es nicht. Ja, wir wissen nicht, was ist jetzt Tierquälerei, was nicht. Wir wissen nicht. Wir haben es jetzt ausgemustert aus dem Hühnerstall. Damit sie nicht, was? Dass es ein bisschen ruhiger jetzt ist. Ja, und dass sie nicht irgendwas sie nicht so die anderen Hühner ansteckt. Und dass sie die anderen Hühner nicht ansteckt. Ja. Aber ob das was bringt, wenn wir die jetzt da draußen lassen, dann wissen wir ja wieder, meine ich, ne? Nee, das wissen Oder? Wir nicht. Auf jeden Fall haben die hier Wasser. Das ist die Hauptsache. Ne? So viel Sonne brauchen die Wasser. Guck mal, wie die trinken. Hier ist unser Stevie. Stevie? Der ist da hinten. Das ist der Schirmi. Der Schirmi, guckt euch den Hahn an. Das ist ein Kampfhahn. Ja. Sieht mega schön aus. Nimmst du hier einen Huhn weg, kommt der auf dich zu und will, ja, keine Ahnung, was er machen will dann. Angreifen. Und das sind seine Senoritas. Wir haben so geiles Wetter heute schon wieder. Ja, wir haben heute. Wir müssen arbeiten, wir müssen jerbern. Ja, wir müssen wieder mal jerbern. Und irgendwie fällt uns das schwer. Gerade beginnt hier bei uns der Frühling mit sommerlichen Temperaturen von 35 Grad. Wir müssen viel gießen, viel geht ein. Ja. Raus, oder? So, ich überreiche mal für dich mein Hasebärchen. Mal gucken wir uns mal, wie der Christian sich hier rauspusht durch unsere tolle Tür. Ganz elegant. Ganz elegant. Da bin ich. Hier ist unsere Aloe Vera. Guckt euch die an, wie die geblüht hat. Oder wie sagt man es? Geblüht hat. Ich habe das noch nie gesehen, dass eine Aloe Vera sowas macht, so blüht. Das ist ja verrückt. Ja, und hier wieder die Ananas, die Kokos, alles ist hier. Hier ist auch noch eine Aloe Vera. Ja, Hase. Geht denn heute? Lass mal zumachen. Mach das bloß richtig zu, dass da kein Guati oder irgendwas da reinkommt. Unsere morgendliche, wie sagt man, Stipsewitte oder was? Stückvisite. Stückvisite.
Wir wollten jemanden grüßen. Christian. Wen wollten wir grüßen? Den Danton. Genau, den Danton wollten wir. Jetzt stehen wir doch gerade hier so schön. Ja, sag Sebastian. Doch mal was Liebes zum Sebastian. Und zwar, wir möchten dich und deine hübsche Freundin ganz, ganz lieb grüßen hier aus dem Dschungel von Mexiko. Und wir hoffen, du hast eine fantastische Südamerika-Reise. Ja, das wünschen wir dir auf jeden Fall. Und dass du so viel Spaß da haben wirst. Ja. Und dass du auch gesund wieder nach Hause kommst. Richtig. Liebe Grüße hier aus Mexiko. Richtig. Ja, was machen wir? Wir müssen eigentlich, wie gesagt, ja djerbern. Ja. Heute ist eigentlich Wochenende. Wie ihr wisst, liebe Leute, machen wir am Wochenende nicht so viel. Nix. Und da wir die ganze Woche schon nichts gemacht haben, lassen wir es auch mal dabei. Wir machen mal die ganze Woche nichts. Wir müssen auch nicht immer irgendwas machen. Guck mal, die Birni ist nicht mehr da, die mich hier nervt an meinem Beinchen. Obwohl, sie kommt bestimmt gleich wieder um die Ecke gesprintet, wenn ich... Sobald ich davor gehe, oder Christian? Naja, egal. Egal. Die Bananen wachsen hier. Die Bananen müssen wir noch abstützen hier, glaube ich. Die fällt sonst um, obwohl gar nicht viel dran. Frucht da dran wächst, wie man das sieht. Aber sie steht sehr schräg. Ich kann ja... Oh Gott, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt guck, wer hier kommt. Bernie! Ja, mein Schweindel, du. Da bist du wieder. Sag mal hallo. Ja, da bist du wieder, mein Schatz. Das hast du so schön gemacht, mein Schatzi. Ja, wolltest du dich wieder zeigen? Gerade habe ich gesagt, du belästigst mich nicht mehr und jetzt bist du wieder da. Hm? Schatzi, sagst du guten Morgen, Bernie, meine Hübsche? Mein Babyschweindel? Gut, Bernie, komm, du kannst jetzt mitlaufen. Hier, die Banane war schräg. Hier, guckt euch das an, so sieht es aus. Also gerade ist das nicht. Naja, hier drüben sind auch noch welche, sind auch die Früchte dran. Am besten gehen wir mal hier drüben gucken bei der Banane. Ich schwitze schon wieder, weil es ist so schön warm. So schön warm. Hier. Ich weiß nicht, wann wir das ernten können. Angeblich ja, wenn das oben ein bisschen, hier die ersten hier oben, gelb werden. Jetzt müssen wir uns mal überraschen lassen. Wie lange das noch dauert. Hängt ja schon über Monate hier. 2 Monate. Und die ist immer noch nicht reif. Hier unten ist dann die Blüte. Die geht dann immer wieder auf und verliert dann sowas hier. Das fressen zum Beispiel auch die Bienen essen das hier, diesen Nektar. Und die Hühner fressen das ganz gerne. Und die Schweine essen die Blätter, so wie die Ameisen auch. Hier, die geht ein, aber es kommt ein neues Blatt und unten sind kleine Chiquititos wieder dran. Es ist immer wieder so schön. Hier ist die Birni wieder. Ne? Und die Anna natürlich. Der Wilhelm ist heute nicht dabei. Den Wilhelm haben wir heute zu Hause gelassen. Den wollten wir nicht dabei haben, weil die Frieda ist läufig. Und wenn der Wilhelm alleine nach Hause läuft... Da möchte ich nicht meine Hand für ins Feuer halten, dass da nichts passiert bei den Zweien. Aber es gibt natürlich auch noch hier sind gute die, Nachrichten. Hier sind noch die anderen Schweine. Das warte, Hasi. Guck mal, da sind sie. Die sind ja, wie gesagt, verkauft. Die geben wir heute ab. Nicht alle. Was und denn? Der Doktor hat sich heute bei uns gemeldet. Wir haben uns gemeldet, aber er hat sich Zeit für uns genommen. Und er ist für die Lieselotte. Du musst ja sagen, warum sich der Doktor gemeldet. Ja, die Lieselotte ist ja schwanger. Wir haben ja 9 Hundewelpen zu Hause. Und wie im letzten Jahr hat er sich bereit erklärt, alle Hundewelpen zu nehmen und sie dann in gute Hände zu vermitteln. Ja, und gleichzeitig wird diesmal der Anton und der Wilhelm kastriert. Damit sowas nie wieder vorkommt. Richtig, richtig. Weil jetzt haben wir die Schnauze voll. Jedes Mal so viele Babys. Hier ist der Pinky wie immer. Der wird den machen wir Wurst. Versuchen wir. Wurst machen wir den. Wie gesagt, den wollten wir eigentlich schlachten. Ist nichts draus geworden. Wir haben gerade ein bisschen Probleme mit unserer Gefriertruhe. Müssen da das noch ein bisschen ändern, weil wir wollen das Fleisch nicht vergammeln lassen, sondern essen. Und deswegen ist er immer noch hier. Der Donald, der Chef, hier ist der Plecki, da vorne ist der Jake, der Behaarte und die 4 Kleinen, die verkauft sind. Die Birni bleibt ja bei uns, die will keiner haben, die ist zu klein, da wird nichts drankommen. Aber die verstehen sich hier super. Morgens früh hier, obwohl es ist schon fast Mittag, sind alle hier am Fressen. Wie gesagt, Organic, da füttern wir nur ein bisschen Mais dazu. Die Bäume sind wieder herrlich gewachsen, die Mango, alles, Rotfrucht. Alles, alles, einfach nur alles. Die Daisy ist immer noch eingesperrt. Ja, und das ist die morgendliche,
Hase, die morgendliche, bevor ich wieder was Falsches sage. Visite. Die, ja, aber so ist es, so ist es. Ich wollte noch deine Mama grüßen. Ja, ganz, ganz liebe Warte, Grüße, liebe Mama. Zusammen. Ja, komm, wir grüßen sie zusammen. Liebe Monika. Ja, wir grüßen dich hier. Wir grüßen dich, wir hoffen, dir geht's gut. Und? Ja, alles, alles Liebe und Gute. Alles bleib bitte gesund. Bleib gesund und wir freuen uns, wenn du uns bald besuchen kommst. Ja, bis bald. Bis bald. Und natürlich auch, wir grüßen auch die anderen Leute. Die wir natürlich. Oder möchtest du da noch was mitteilen? Nö, heute nicht. Wir sind jetzt erstmal durch, wir ne? Sind durch. Wenn, dann das machen wir immer mal ein paar Videos zwischendurch. Demnächst kommt auf jeden Fall das Video, ne, Christian? Wo wir erzählen, wie wir gestartet sind, wie wir auf die Auswanderung gekommen sind. Wir machen es doch auf Video. Ja, wir machen es auf Video. Wir sagen es euch, wir teilen euch das Tatsache mit. Ja, wie gesagt, aber es wird ein längeres Video werden. Also da solltet ihr euch ein bisschen Zeit nehmen. Am besten was zu knabbern, im Bierchen oder was auch immer. Ja, machen wir ja dann auch. Und wir müssen sogar Zettel und Stift dabei haben. Richtig. Weil wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir müssen vieles notieren. Müssen uns Stichpunkte machen. Stichpunkte ist ja viel machen. Passiert. Ja, guckt euch das an, wie geil es hier wieder ist. Mega Wetter. Wir stehen hier zur Mittagszeit. In der prallen Sonne. In der prallen Sonne. Und ich sehe hier gerade eine Kamotte. Ja, das sind die Kamotten, die wachsen hier einfach weiter. Können wir noch kurz mitberichten. Überall sieht man das dann hier. Also das hier sind die Kamotten. Das wären dann so lange Triebe. Das sind dann sowas wie Kartoffeln, Süßkartoffeln. Die wachsen jetzt hier überall, weil wir hatten ja, wie gesagt, hier das Feld gemacht. Ne? So schaut's aus. Hier ist die Avocado wieder. Hier vorne ist die Mango. Ich zeige das einfach nochmal. Wenn ich jetzt schon ein Video mache, dann zeige ich auch alles einfach drauf. Ist doch egal. Hier ist die Mango. Das ist jetzt oben alles grün geworden. Das war ja vorher alles rot. Hier, von hier. Ich zeige das mal hier. Von hier. Von hier. Und das ist alles nachgewachsen. Das war vorher alles rot. Das ist Wahnsinn, wie das wächst hier. Die Schweine im Hintergrund. Ah, das ist die Daisy, weil die noch eingesperrt ist, dass die Kinder nicht so abhauen, weil wenn die Daisy nämlich frei ist, wie ihr ja gesehen habt, ist die Daisy nicht mehr da und auch die Schweindels nicht mehr da. So, okay, wir werden es beenden. Hasi? Ja. Hasta luego. Hasta luego und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende, wir haben Wochenende, genau. Ja. Ein schönes Wochenende. Bis die Tage.